Wir sind angekommen in Bayern und neben mir ist der Hans Söllner, ein Musiker, ein bayerisches Urgestein. Ich weiß gar nicht, wie man dich noch nennen soll, Hanffreund. Du bist ja ganz vielen unter ganz vielen Facetten bekannt, Reggae-Künstler. Erstmal vielen Dank, Hans, dass ich bei dir sein darf. Vielleicht nicht. Und dass du mir ein paar Fragen beantwortest. Erstmal möchte ich ganz gerne was zu deinem musikalischen Hintergrund sagen. Dein letztes Album war Genug. Hast du jetzt genug? Nein, überhaupt nicht. Ich mache nur keine CDs mehr. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Also ich weiß, es gibt da draußen immer nur Leute, die produzieren CDs, die produzieren es meistens selber oder so. Aber das ist mir einfach so, es ist alles. Ich muss einfach sagen, nicht nur weil es von mir jetzt wirklich schon auch genug gibt, habe ich auch das Bedürfnis, einfach auch auf meine Art und Weise ein bisschen zurückzugehen, verstehst du, das ist alles Plastik, das ist alles irgendwie chemisch, das ist alles irgendwie, und es gibt, wie sagt man das, Streams im Internet, jeder hat es auf seinem Handy drauf, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese ganzen Apps, die es da gibt oder so, es gibt überhaupt, ich verkaufe nur 3% oder 5% von den CDs, die ich vor 10 Jahren verkauft habe. Und da brauche ich nicht runter, das ist einfach unwirtschaftlich. Also genug heißt auf jeden Fall nicht, du hast jetzt genug von Musik nee, und die sieht man jetzt von mir. Nein, ich mache keine CDs mehr. Okay. Also Auftritte gibt es weiterhin noch von. Ja, ja, klar. Sehr schön. Wir haben schon Schreck bekommen. Nein, um Gottes Willen. Bei dir sieht man ja, du bist ja auch sehr, ja, ökologisch unterwegs, sage ich jetzt mal. Du hast eigene Hühner, beschäftigst dich ja auch so viel mit Natur. Und von daher wäre die Frage auch, würdest du eigentlich gerne, jetzt mal von der Zeit abgesehen, dich auch so mit deinen eigenen Hanfpflanzen beschäftigen oder überlässt du das Nein, lieber das, das überlasse ich wirklich gerne andere. Okay. Das muss ich wirklich sagen. Das sind einfach Leute, die sind kompetenter. Ich habe gar nicht die Zeit und ich meine, ich habe jetzt auch noch etwas kleinere Kinder. Also ich habe jetzt gar nicht die Zeit, dass ich aufs Fäden ausgehe und da die Qualität, ich verlasse mich einfach auf das, dass die Leute was davon verstehen. Dass ich meine, ich stelle mir auch gleich in die Werkstatt und muss mich darauf verlassen, dass ein Mechaniker was von der Thematik versteht oder der Schuster oder der Bäcker oder was. Das ist ja aber was. Du kennst dich jetzt schon aus mit der Thematik und Unterschied. Ich kenne mich ein bisschen aus und mir reicht es. Ich muss mich jetzt auskennen, damit ich mit Forschern, mit was ich jetzt, Agrarpolitiker genau. diskutiere. Ich muss mich so weit auskennen, dass ich sage, ich kann so weit mitreden, dass ich sage, für mich selbst, nur für mich, ich spreche nur für mich, für niemanden sonst. Wenn ein anderer was davon hat, freue ich mich. Natürlich kann keine Diskussion stattfinden in Facebook. Wenn das einer glaubt, dass man da eine anständige Diskussion führen kann, dann ist er einfach, dann soll er da wirklich sein Handy auf den Hackstock legen und draufhauen, wenn er das wirklich glaubt, dass das eine ganz normale, soziale, ausgeglichene Konversation wert, wenn ich gegen das Impfen schreibe und dann beschimpfen mich 400 Kommentare, weil ich zu blöd bin oder weil ich nichts verstehe. Ich brauche gar nichts verstehen. Ich muss ja nichts vom Hanf verstehen. Das lohnt wirklich. Sich auf jeden Fall nicht. Ich muss merken, was mir gut tut. Das ist alles. Und das merke ich einfach daran, dass damals noch nicht so weit waren. Die Medien haben noch nicht so zusammengearbeitet. Jetzt schau dir mal an, was passiert wirklich aktuell mit Corona. Das ist wirklich das, was ich sage. Das ist, auf das, wenn du ein bisschen schaust, wartest du seit 20 Jahren darauf, dass Städte abgewiegelt werden, dass kein Verkehr mehr stattfindet, dass natürlich all die Reichen, die uns die Wohnungen vermittelt haben, weiter eine Miete wollen. Du hast keinen Job mehr, ihr fahrt zu dritt rum. Irgendwann, das verspreche ich, da werden an der Grenze nicht nachgeschaut, ob da ein Afrikaner drin sitzt, oder sondern ob zwei oder vier drin sitzen, weil du bloß nur zu zweit fahren darfst, wegen der Inkubations- und Ansteckungszeit. Also Entschuldigung bitte, ich muss wirklich sagen, da draußen geht das Leben weiter, egal was diese Idioten in ihren Zeitungen schreiben. Das muss man wirklich mal. Und das ist mit dem Hanf dasselbe. Sie lenken ab von ihren Scheißproblemen. Sie können keine Renten mehr zahlen, sie können nicht Frieden halten, sie können die Leute nicht anständig ernähren. Sie lenken nur mit solchen Sachen ab. Alle lesen Corona, Corona, in Rheinhall, ein Corona-Fall. Ja, Gott sei Dank, dann bleibt der Söder daheim, habe ich gesagt. Verstehst du? Ich bin eh froh in Rheinhall, dann kommen die ganzen Idioten nicht zu uns da. Ist bei dir schon ein Konzert abgesagt worden? Ja, jetzt ist heute eins abgesagt worden. Kaum. 700 Leute. Der Spanier hat gesagt, ab 1000 Leute wird es gefährlich. Also es sind 700 Leute. Ja gut, der Spahn ist ja sowieso nicht für voll zu nehmen. Nee, egal was auch immer, verstehst du? Da ist nicht wirklich viel los da drüben, das man für voll nehmen kann. Das ist leider Gottes so. Und ich wehre mich auf meine Art und Weise und das tue ich halt mit Facebook und mit Instagram und dann
das geschriebene also Wort, dann schreibst du schnell einmal, wenn du anonym bist, dann auf Nacht das liest, was ich da schreibe, schreibst du schnell einmal, fick dich, du Arschloch, verstehst du? Ich weiß ja nicht einmal, dass das der Mann ist, der zwei Stockwerke. Hi, grüß dich. Dankeschön, schmeiß einfach hin. Also ich glaube, dafür lieben dich eigentlich die Leute, dass du es gerade so gerade aussagst und vielleicht oft nicht so drüber nachdenkst, sondern dass bei dir auch oft, glaube ich, Bauch- oder Seelenarbeit ist, die du dann einfach, und dafür lieben dich die Menschen auch, denke ich. Ja, das ist halt leider Gottes immer Zwiespalt, ne? Nein, überhaupt nicht, weil ich kann einfach nichts anderes. Definitiv, ich kann mich ein bisschen zusammenreißen und ich kann ein bisschen political correcter werden oder ein bisschen, weiß ich nicht, wie man sagt, ein bisschen unrassistischer. Mir wird ja schon vorgeworfen, dass ich ein Rassist bin, wenn ich sage, die Chinesen sind ein degeneriertes Volk, die fressen Hund und Katzen und Schildkröten und alles, was fliegt und krabbelt und außer Tisch und Flugzeug, verstehst du? Dann sagst du, bitte ein Rassist. Sag ich, wir sind genauso degeneriert. Kein Depp bei uns kann mehr mit der Hand eine Feier machen. Keiner kann mehr irgendwie ja, sich übers Jahr ernähren, ohne dass er in den Laden geht. Hey, die Leute, die ein Klopapier horten, als wäre es nur ums Scheißen gegangen, verstehst du? Ich habe ein Wasser und ich will meinen Arsch drüber, dann wasche ich mich, dann bin ich sauber. Verstehst du, was ich meine? Das ist was ich nicht verstehe. Wie man so wehren kann, wie man so schleichend sich aufgibt langsam, egal in was, im Privatleben, da draußen, im sozialen Leben, in der Sexualität, dass man nichts dazulernt, dass man sich wirklich weigert anzuerkennen, dass das Leben endlich ist, dass irgendwann vorbei ist. Da draußen sterben 7-jährige Kinder an den Umweltschäden dieser Welt. Und dann legen sie sich über 2 Corona-Tote in Deutschland auf, einer 78 und einer 84. Entschuldige, und dann frage ich, stirbt man nicht irgendwann einmal mit 70, 80 oder 90? Captain Iglo rennt immer noch frei rum, obwohl so viel lang geredet. Und das ist das, was ich gerne nicht aufklären möchte, sondern ich möchte mich nur mitteilen, weil sonst platze ich da. Dann verrecke ich, dann friese ich das in mich rein, ich mag das sagen und auskotzen und das werden sie alle da. Wir brauchen sowas wie diesen Park da in England, da war jeder auf einen Protest aufgekommen und kann runterschreien 20 Minuten, was er mag. Und da muss sich jeder beschimpfen und beleidigen lassen, weil das ist der Platz, da darf er das. Der darf es nicht in der Kneipe und nicht in der Vinothek, aber das ist der Platz, da kann er wahrscheinlich, legt mich am Arsch, ihr ganzen Fixer, fickt euch alle ins Knie, ich mag nicht, das kann der von da. Mhm. Das ist im Grunde genommen mein Recht für artgerechte Haltung, so wie es immer da draußen irgendwas geben wird, was sich nicht anpasst. Ich komme gut über die Runden, das ist super so, verstehst du? Und wenn es noch weniger werden, wenn es jetzt nur mehr absagen, dann geht es mir immer noch gut, verstehst du? Weil dann werde ich halt irgendwann zu meinem Vermieter gehen und sagen, es tut mir echt leid, ich kann ja nicht 1200 Euro Miete zahlen. Es wären bei mir 40 Konzerte abgesagt, die gibt ja 500 jetzt einmal dabei. Wenn ich wieder gut verdiene, kriegst du wieder 1200. Da muss man doch reden können. Das geht, das gibt's so doch sein, nicht. Ja. Verstehst? Schön, ja. Ja, das ist aber der Traum von mir. Das ist das, was ich gern verbreiten möchte. Alle sagen alle, du bist so voller Hass und du bist so voller Neid. Am Arsch bin ich voller Hass und voller Neid. Mir geht's gut. Ich brauche gar kein Neidisch um irgendwas sein. Die Leute kommen zu mir, sitzen irgendwo, sie reden mit mir. Ich bin in der Öffentlichkeit und ich glaube nicht, dass... Wieso soll es auch Leute, die viel tun oder die viel ich tue ja nicht viel, nicht das ist ja das, nein, das ist ja das Verrückte, dass ich nicht wirklich viel tue. Na ich ja, bin du hast nur schon da. Viel Lieder geschrieben, du hast schon viel Konzerte aber gegeben. Das ist ja nicht was da. Für mich ist was da, 8 Stunden arbeiten auf der Baustelle draußen mit der Schaufel und Steine klopfen. Das ist für mich was da. Ich sitze da und wenn mir Lieder einfällt, dann schreibe ich ein Lied und wenn mir keins einfällt, dann schreibe ich 3 Monate nichts und habe trotzdem noch Konzerte und Leben und kann mein Auto zahlen. Das ist doch nichts für mich. Das bedeutet doch nichts. Ich habe da das nicht erfunden. Die Griffe hat er nicht einmal der Bob Dylan erfunden. C, G, A, E, L, F, F, Moll hat es schon immer gegeben. Das haben die Afrikaner schon im Busch geklopft auf ihre Drummen. Da hat es sogar keine Das ist der Plan, den ich habe. Ich habe keinen anderen Plan. Das ist im Grunde genommen. Andere studieren 8 Semester Philosophie, das ist meine Philosophie, meine. Dass wir nur über Reden, nur mal die Möglichkeit, nicht über Handy, über WhatsApp, nur über Reden. Dass wir uns anreden, dass wir sagen, dass du mit dem Handy wirklich einmal 3 Minuten fühlst, freilich blinkst auf, dann schaust drauf, dass du lernst, dass du nicht drauf schaust. Dass du lernst, dass das nicht das Wichtigste ist. Dass du lernst, die schaue ich an, mit dir rede. Du bist wirklich ein reales Wesen, das ist alles 450 Freunde am Arsch, 450 Freunde. Da sind ein paar dabei, die anonym jeden Tag beschimpfen da draußen und dann sind es 450 Freunde. Das ist nicht mein Plan gewesen.
Ich habe keinen Plan gehabt, definitiv. Ich wollte nicht mehr verdienen, ich wollte nicht weniger haben. Mir war es wurscht gewesen, eher weniger als mehr, weil ich muss dann mehr da. Ich wollte nicht mehr da, ich wollte eher weniger da. Ja, dann habe ich halt weniger. Das habe ich mir selber gebaut und ich brauche mir das nicht kaufen. Weißt du, was ich meine? Natürlich kaufst du Schachfiguren oder... Aber das ist ein... Ich dachte das gern, dass es das irgendwie... Weil du musst üben, damit du gut bist in dem Spiel. Du musst üben. Dame. Du musst echt üben, verstehst? Und ich, das, wir freuen uns in manchen politischen Konflikt an so einem Brett aus. Absolut. Ja. Arbeiten würden. Man kann sich und dann miteinander quatschen, ein bisschen miteinander reden und ah, guter Zug, Dankeschön. Zack, 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 zack. Verstehst du? Das war, da sitzt der Putin und da sitzt die Merkel. Verstehst du, die Merkel? Der Putin kann man nicht hier, aber die Merkel muss das Tisch ein bisschen rüber. Das Brot so. Nein, das meine ich nicht besser, das ist definitiv so. Ja, es gibt Fakten, ich meine, es gibt so eine geistige Verfettung, da kannst, darf ich das so sagen, da kannst du wirklich magersüchtig sein, bist geistig so verfettet, dass du verfaulst. Das ist leider gut, das sind dünne Leute, die was im Kopf haben, lieber als. Es gibt Kinder, die gehen jeden Tag ohne Pause gut in die Schule, verstehst. Und ich verstehe nicht, dass dann nicht irgendwelche Eltern das mitkriegen, andere, die dann daheim zwei Brote mehr herrichten und so, gib's einem Thomas oder gib's einem Franzi, verstehst du? So. Verstehst du, was ich meine? Das ist das, was ich meine. Das ist das, was ich gerne möchte, dass wir wieder entdecken in uns. Einfach dieses, ja, hey, ich habe 100 Euro übrig. Ich habe schon alles. Du hast einen 20er gekauft, ein Brot oder gekauft, ein Stück Butter oder so. Keine Drogen, kein Bier. Ich gehe nicht auf ein Bier von Wein. Dass einfach die Grundbedürfnisse eines Menschen gedeckt sind über bedingungsloses Grundeinkommen. Die Grundbedürfnisse. Wenn du dann einen Porsche haben magst, musst du dafür arbeiten. Verstehst? Aber die Grundbedürfnisse. Essen, Trinken, Zeit ist ein ganz großes Grundbedürfnis bei uns. Verstehst du? Sie nehmen sich halt dadurch ein Burnout. Weißt du ja auch, Burnout. Verstehst du? Zeit aus. Verstehst du? Cut. Wie machst du das mit deinen Kindern? Klärst du die auf? Habt ihr schon so ein Thema gehabt? Oder? Du, ich hab die Themen gehabt, wie sie zum Rauchen angefangen haben, Nikotin. Weil ich rauche schon ziemlich lang nicht mehr. Wie lange rauchst du heute schon nicht mehr? Ich rauche schon seit 1999 nicht mehr. Top. Und habe natürlich gesehen, alle kommen mit Zigaretten daher. Meine damalige Frau hat ja auch geraucht. Also, ich meine, wir waren ja Raucherfamilie, so geht es in dem Sinn. Nur definitiv hat es halt in der Zeit, sage ich jetzt so 90, 95, diese Informationsflut nicht gegeben. Verstehst du? Wir haben damals gemeint, es reicht, wenn du das Fenster auf und du raus rauchst und die Kinder sitzen hinten drin. Es reicht ihm nicht. Das hat uns aber keiner gesagt. Mein Vater hat es mir nicht gesagt. Ich habe es nicht gelesen, es ist in der Zeitung gestanden, heute weiß ich das. Darum gilt auch heute der Satz nicht mehr, ja, das habe ich gar nicht gewusst. Weil was du wissen, die Schwanzlänge vom Leonardo DiCaprio steht im Internet. Verstehst du, was ich meine? Also da kann ich mich doch erkundigen, wie Schweine gehalten werden oder wie man Gemüse anbaut. Also jetzt, verstehst du, was ich meine? Das ist so, dass ich sage, das gilt halt nicht mehr. Und ich habe mich dahingehend mitentwickelt, dass das nicht mehr gilt. Ich weiß es jetzt. Und jetzt sage ich es meinem Sohn und sage es, wenn ich irgendwie... Auf der Seite Sieger oder was, verstehst du? Schon vorher, bevor die also auch... Ja. Nein, vorher habe ich es nicht gekannt, weil vorher habe ich es nicht gewusst. In der Zeit, wo ich selber noch geraucht habe, habe ich es nicht erfahren. Weil du bist Raucher. Du bist einmal Raucher in erster Linie. Du rauchst eine Droge, die du nicht aufhören kannst. Du verfluchst sie nach 3 Jahren. Du kriegst Atemprobleme, du stinkst. Du verfluchst sie, du musst sie nehmen. Das ist unglaublich, was da draußen mit Zigaretten, verstehst? Auch die ganzen Unfälle, der Kippen fällt runter, der Anzünder, egal. Das ist ja alles nicht belegt, was diese Droge, Nikotin an sich anrichtet, verstehst? So, als Beiwerk. Das ist unglaublich und darum finde ich, dass man alles rausgeben soll. Man soll nicht sagen, das ist verboten. Ich darf da Altersbeschränkungen und dann darf ich sagen, okay, du bist mit 21 wirklich volljährig, du bist ausgereift. Du weißt, dass du jetzt ein Gesetz übertrittst. In Bayern sind ja jetzt schon ganz viele kleinere Startups, kleine Händler überfallen worden von der bayerischen Polizei. Ich kann das leider nicht anders nennen, weil es nichts anderes wie ein Überfall ist, meiner Meinung nach. Ja, da ist er. Da werden Hanftees, also nicht zu rauchen, konserviert, T-Shirts, weil die aus Hanf sind und so. Und ich denke, what the fuck geht hier ab? Und jetzt frage ich mich, du bist ja auch sehr bekannt hier in Bayern. Hast du gar keine Angst, dass die jetzt hier einlaufen und sagen, hey, wo ist das Söllner-Zimmer? Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass sie bei mir einfach jetzt nicht vorsichtig sind. Sie wissen, dass damit nicht wirklich was bezwecken. Und ich kann es halt öffentlich machen. Das kann halt jetzt meine Nachbarn.
Mein Nachbar kann es mir erzählen und dir erzählen und sagen, scheiße, ich habe keinen Führerschein mehr, aber ich kann es einfach öffentlich machen. Ich sage jetzt einmal wirklich, jeder Polizist in Reinhall, und wir kennen uns seit 30, 40 Jahren zum Teil, verstehst, weiß, dass ich nicht auffällig bin. Er weiß, ich fahre nicht stockbesoffen im Auto in der Gegend rum, oder ich fahre jetzt, ich rauche und dann steige ins Auto und dann, das wissen, ich benehme mich hier anständig in dieser Stadt. Wenn ich einen Dreck am Boden ist, ich hebe den auf und gehe nicht vorbei. Ich trinke da ein Achterl und sitze mit ohne und trinke da einen Kaffee. Ich hab ein ganz normales Zusammenleben in dieser Stadt. Und ich glaube nicht, dass irgendein Polizist jetzt auf die Idee kommt, dass er bei mir da eine Hausdurchsuchung macht oder irgendwas, verstehst du? Da tat er ja nichts dran. Also ich brauche mir jetzt. Und weil die wahrscheinlich auch wieder Angst vor der Publicity hätten. Ich denke mir, das ist so ein Lasten durch den Idioten. Da haben wir viel mehr davon, wenn wir den in Ruhe lassen, verstehst du? Da gibt es genug, die wir da hops nehmen können. Ja, eben, das ist für mich auch die Frage, wo führt es dahin oder nach welchen, mit welchem Maß wird er? Wir wissen ja schon. Das heißt, eine Drogerie darf das, und Hans Söllner, den lassen wir in Ruhe, aber dieses kleine, unbekannte Geschäft, das nimmt halt hoch. Ja. Das ist verrückt, dass ich erfahren habe, dass, weiß ich nicht, irgend so ein Gramm oder was 90 Euro kostet in der Apotheke oder was ich nicht, käme nicht aus. Ja, fast weil das aus 24 Holland, Euro. Ja, oder was weiß ich, käme nicht aus. Weil das aus, nein, jetzt meine ich das Kost, das bei uns in die Apotheken gibt. Das Medizinische. Da kostet, und das müssen die dann selber zahlen oder was weiß ich, immer. Ja, das ist Wahnsinn. Das Gesamte ist einfach erkennbar. Es geht um Kontrolle. Das ist das Gesamtkonzept von all dem. Egal, ob 0,5 Promille oder die Stuhlhöhe oder die Tischhöhe oder die Breite von einem Kühlschrank. Das ist das Gesamtkonzept von Ihnen, sage ich erst einmal. Das geht auf Überwachung hinaus. Wie immer das in 20 Jahren ausschaut. Ich glaube, dass es nicht förderlich ist, immer breitere Straßen zu bauen, immer mehr Verkehr zuzulassen. Ich glaube, das förderlich ist, das jetzt so zu lassen, das, was wir jetzt haben, zu pflegen, auf dem neuesten Stand zu halten. Aber irgendwann haben die Leute satt, 6 Stunden im Stau zu stehen. Also nein, ich mag nicht mehr wegfahren, ich habe die Schnauze voll. Und ich fahre 2 Tage mit dem Zug bis Athen mit den Kindern. Ist ein Erlebnis, ist ein Abenteuer. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Definitiv muss man durch das erkennen als Autoindustrie oder als Bäcker. Verstehst du, ich kann doch nicht um 10 vor 5 oder um 10 vor 6 immer nur das volle Sortiment haben. Und dann schmeiße ich alles weg. Dann gibt es halt ab 3 was nicht mehr. Dann muss ich halt auch nächste Woche eine halbe Stunde eher kommen. Dann kriege ich nur Semi. Weißt du, was ich meine, ist einfach, dass das Gesamtkonzept auf Überwachung hinausgeht. George Orwell kann ich nur sagen, verstehst du wirklich wahr? Sie verfolgen halt dann Leute, so, verstehst du, dass die Angst immer auf einem bestimmten Level bleibt. Das ist wie mit den Hanftropfen. Du musst auch eine Zeit lang nehmen, damit du auf einem bestimmten Level bist. Das ist ungefähr mit einer Art von Demokratie dasselbe. Sie müssen die Leute immer auf einem bestimmten Level von Angst, Verstohlenheit gehen. Ich kann nicht da vertrauen, triffst du einen, weiß ich schon gar nicht mehr, mit wem ich da draußen reden kann. Wenn ich sage, ich hab da, hey, wenn die zu mir kommen, natürlich finden die was. Was sollen sie finden bei mir? Kinder im Keller. Verstehst du? Oder 6 Huren irgendwo im zweiten Stock. Ne? Ja, was sollen sie finden, verdammt nochmal? Ich meine, ich handel ja nicht mit Fleisch. Wenn ich ein Metzger bin, dann werden sie halt ein Fleisch finden, wahrscheinlich im Kühlschrank. Oder. Aber weißt du, was ich meine? Ich handel ja noch nicht einmal damit. Ja, zum Glück vielleicht. Du, wie bist du denn darauf gekommen, Bürgermeister zu werden? Oder dich zur Kandidatur. Ich habe immer gesagt, ja, wenn ich, aber das kann ich doch so machen, kann ich doch so machen, habe ich mir gescheiter hergeredet. Ich kann einfach nur sagen, ich habe ja alle gescheiter hergeredet. Weil ich nicht gewusst habe, was in der Lage ist, der Bürgermeister da mit, weiß ich nicht, 18 oder 20 Stadträten oder was, verstehst du, und keiner mag den. Die schicken den zum Doktor und sagen, ja, der spinnt, oder was weiß ich, dann muss er einen Deppaltest machen, das ist keine Ahnung, was er immer sieht, verstehst du. Aber ich habe so blöd und gescheit dahergekriegt, dass ich irgendwann einfach nicht mehr ausgekommen bin. Und ich habe gesagt, okay, ich muss jetzt einfach mit zur Kandidatur. Da musst du halt ein paar Formalitäten einhalten. Und da haben wir wirklich dann Freunde eben geholfen. Dann weiß ich auch, Freunde hat es schon. Und jetzt kriege ich da ein bisschen so einen Einblick in das Ganze. Und ich lerne halt jetzt auch ein paar Stadträte kennen. Und jetzt weiß ich halt auch, warum nichts weitergegangen ist die letzten Jahre. Verstehst? Und das ist eigentlich ganz gut, weil jetzt kann ich einfach das so ein bisschen erzählen, verstehst du? Und das ist auch gut. Ich möchte, dass die Leute wissen, dass so mancher Bürgermeister, der die Stadt immer mehr in die Schulden treibt, sehr viel Geld für das kriegt, dass er nichts tut oder dass er sich nicht durchsetzt oder dass er nicht am Tisch hat und sagt, stopp jetzt mal, Jungs. Die Leute haben mich gewählt.
Verstehst du? Natürlich haben sie euch auch gewählt, aber das sind sechs verschiedene Parteien und alle haben sechs verschiedene Interessen. Und die ganzen Stadträte da drin, die CSU hat halt die Mehrheit, die haben 15 oder 18 Stadträte und die Grünen haben zwei. Ja, wie geht denn da eine Stadtratssitzung aus? Entschuldige, wie geht denn da eine Stadtratssitzung aus? Ja. 16 Schwarze und 2 Grüne und 2 Rote. Da brauche ich doch nicht überlegen. So haben sie das Polizeiaufgabengesetz durchgesetzt. Ja. So hat sich keiner dagegen wehren können. Das geht so nicht. Das ist für mich nicht Demokratie. Nein, definitiv. Ist da im Stadtrat keine alleinerziehende die Mutter, die drei Jobs hat oder Regale einräumt. Und da im Stadtrat ist keine, die vielleicht schon seit 3 Monaten Konto überziehen muss, weil der Mo arbeitslos ist oder Alkoholiker oder egal was er immer. Verstehst? Und sie muss schauen, dass trotzdem das Haus weiterzahlt wird und die Kinder in die Schule gehen. Und das ist die Frage, die sich stellt für mich. Verstehst? Wo führt das hin? Alles andere ist ja schon erlaubt. Alkohol. Alles andere ist ja schon erlaubt. Was tue ich denn von einem Heroin, was will ich von einem Heroin-Junkie? Den kann ich verhaften, dann kann ich in den Knast stecken, dann kriegt er da, was weiß ich, Anfälle und sonst irgendwas Epileptisches oder sonst oder er stirbt oder was, keine Ahnung. Was tue ich, was habe ich da für ein Problem? Lass ihn doch verdammt nochmal. Ich möchte, dass er sauber in eine Apotheke gehen kann, sich seinen Schuss setzen und dann weiter 6 Stunden nichts tun. Ich möchte nicht, dass der faulen muss oder dass er klauen muss oder dass er was weiß ich was, er jetzt in der Gegend rumvögelt, tragt, egal was immer. Ich möchte, dass die Leute einfach sich wieder als Individuum sehen und auch du so behandelt wirst. Ich bin in einem Kollektiv, wir alle gehören zusammen. Aber ich bin immer noch für mich verantwortlich. Nicht du oder du. Ich bin für die verantwortlich. Was du dann daraus machst, ob du glaubst, du bist auch für mich verantwortlich, sprich, dass du auch 50 fährst in der Ortschaft oder 30 oder gar nicht fährst, das ist dann deine Entscheidung. Und das entscheidet nicht der Kopf, das entscheidet auch nicht der Arsch oder das Geschlechtsteil, das entscheidet das Herz. Was ist da was wert? Stimmt, ja. Was ist da, ich mache mich zum Deppen reingehauen. Das ist mir wert. Das so genau darauf will ich jetzt mal. Weil da machen sich andere Leute viel mehr zum Deppen, die schuld sind, dass genau. Tausende von Menschen verrecken oder im Krieg oder auf der Flucht sind oder keine Infrastruktur mehr. Da müssen, das sind viel, viel schlimmere Leute, die lachen nochmal. Da bin ich doch gerne lachen nochmal. Wenn du lachen kannst, freu mich doch. Dann weiß ich, wie geht's gut, verstehst du? Ich glaube eher, es braucht so Leute wie dich, die mal ja, das Segel mal andersrum spannen, beziehungsweise der Wind mal aus der anderen Richtung kommt. Spielen wir das mal durch. Sagen wir mal, deine Kandidatur geht durch. Du wirst jetzt Bürgermeister von. Ich konnte jetzt gleich sagen, ich tue nichts hypothetisch erklären. Also das ist, wenn ich dann Bürgermeister bin, kannst du mich fragen, was tust du jetzt? Aber jetzt kann ich nicht sagen, weil das ist das, was ich einfach nicht machen wollte, weil das tun es alle. Ja, wir bauen das, ja, wir machen das und wir machen das. Und dann sind sie endlich an der Macht und dann kriegen sie endlich an der Geld. Und dann sagen sie, ja, das haben wir gesagt, aber wir haben nicht gewusst, dass es so schwer ist. Wir sind bloß 2 Grüne und das sind 19 Schwarze. Also das haben wir nicht, weißt du, das muss ich vorher wissen. Das muss ich einfach vorher wissen. Und darum sage ich nichts, ich verspreche die Leute gar nichts. Um das politische Verständnis. Ich sagte jetzt, wie ich das machen darf. Wenn ich Bürgermeister war, dann sage ich, sitze da vorne im Café, wenn ihr irgendein Problem habt, kommt es vorbei. Und dann kann er mir sein Problem erzählen, ich darf da nicht 40 cm sein Giebel höher bauen, weil das nicht zum Landschaftsbild passt. Dann gehe ich meinen Bauabteilung und sage, hey, jetzt sage ich euch mal was, Jungs, verstehst du? Da draußen arbeiten 16 Firmen an dem Scheißhaus. Der darf einfach 40 cm weit aufbauen. Am Arsch hinten mit euren Scheißregeln. Er muss da drin wohnen, nicht du. Verstehst du? Definitiv. Ich denke mal, es gibt auf jeden Fall für vieles einfachere Umgangsweisen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, glaube ich, auch, welche Macht oder hat dann überhaupt ein Bürgermeister? Könnte ein Bürgermeister zum Beispiel sagen, so, jetzt hier in Bad Reichenhall läuft das erste Modellprojekt, sage ich mal. Hätte er so eine Machtbefugnis? Ich weiß es nicht. Definitiv weiß ich aber, dass ein Bürgermeister die Möglichkeit hat, dass er diese Stadt oder das Volk informiert. Mhm. Die hat er. Über die Zeitschrift, über Annoncen, über das, was aushängt, auch wenn er hinausgeht in die Cafés mit den Leuten und sagt, wir treffen uns nächsten Donnerstag. Die Stadträte haben entschieden, da darf jetzt keiner mehr reinfahren, das wird eine Einbahnstraße. Verstehst? Aber wenn es euch interessiert, wir treffen uns nächste Woche im Rathaus, im großen Saal und dann machen wir Abstimmung. Dann machen wir nicht 19 Stadträte, die Leute. Und wenn bloß 40 Leute kommen, und 22 sagen, nein, wir sind dagegen. Dann haben sie die anderen 18 einfach unterzuordnen. Weil es hätten ja von den anderen auch mehr kommen können. Weil das ist ein Problem, das diese Stadt hat einfach. Dann sage ich, wenn mich das interessiert, ich war neulich bei einer Podiumsdiskussion dabei. Als Bürgermeisterkandidat. Ist um den Verkehr gegangen. Tja. Und dann haben sie alle im Grunde genommen dasselbe gesagt. Lauter verschiedene Parteien sagen alle dasselbe.
Und ich habe gesagt, ich glaube einfach nicht, dass das zu regeln ist. Ich glaube, dass gescheiter war für mich, ganz Bad Reichenhall-Zone 30, alle Ampeln weg, alle Schilder weg, rechts vor links. Ich sag dir was, das entschleunigt sich auf den Tag. Schon allein, weil zuerst einmal Unfälle passieren, weil einer meint, der darf da rausfahren, weil er von der falschen Seite kommt oder was, verstehst du, ja. Dann stehen uns da schon mal, das ergibt sich damit, verspricht er das. Und ich weiß nicht, ob der Bürgermeister das kann, aber er kann das Volk informieren. Er kann dem Volk sagen, hey, ich helfe euch bei einem Volksbegehren, ich möchte, dass die Reichenhaller abstimmen. Ich werde das Einbahnstraße oder werde es keine. Und nicht 14 Leute, wo 3 von denen 14 vielleicht da hinten wohnen, 5 von denen 14 haben ein Geschäft in der Straße, 6 von denen 14 haben nur 2 Läden. Stimmt, ja. Verstehst du? Sondern die Leute, die dann dazu müssen, weil sie heimkommen von der Arbeit auf Nacht um 8 Uhr, dann müssen sie in ein Auto, dann müssen sie 800 Meter was dumm fahren oder was? Was ist denn das für ein blöder Plan? Da kann doch mal irgendwas einfach so lassen, wie es ist. Bist du eigentlich Cannabis-Patient? Nee, ne? Nein. Hast du es schon? Weißt du, ich habe das mir wirklich ganz lange überlegt. Habe ich gesagt, wenn ich eine Krankheit vorspielen muss, bloß damit ich irgendwas kriege. Oder ich muss irgendwie mich verstellen und da reinhumpeln und ah, ich habe Schmerzen, ich habe Schmerzen. Nein, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, man glaubt immer, sollen wir kiffen, jeden Tag in der Früh um 7 Uhr aufstehen, einen Joint zünden und auf der Nacht um 8 Uhr ins Bett gehen und sagen, boah, die Zeit vergeht schnell. Verstehst du so? Und dann habe ich wirklich einfach abgewägt, was ist das? Erinnerei. Was war, vielleicht musst du gar klagen oder was weiß ich was, weil du sagst, du hast Schmerzen. Ich habe zwei Bandscheibenvorfälle, verstehst du das irgendwie? Also mir geht's gut, ich bin gesund, ich ernähre mich gut, ich bewege mich viel. Ich bin viel in Konversation mit Leuten, also sprich ich tue alles, damit mein Immunsystem einigermaßen intakt ist. Ich friss keine Hamburger und Zeug und Klump und kein Fast Food und so Zeug, was weiß ich. Ich kann es nicht wirklich erklären. Mir geht es einfach gut, ich kann auch mit Schmerzen gut umgehen. Und dann habe ich das wirklich abgewägt, so in meinem, also, nein, es war einfach zu blöd, wozu, verstehst du? Zu viel Lauferei. Das ist mir einfach viel Stress und voll. Dann sollen sie mal meinen Führerschein nehmen, dann fahre ich halt ohne Führerschein, kann ich auch. Fahren kann man ich kann ja fahren, es geht auch ums Fahren, nicht um die Erlaubnis. Genau. Ich habe in meinem Auto, zum Beispiel habe ich in meinem Auto die Rechnung von meinem Führerschein, verstehst du? Weil die, wenn die Polizisten nach meinem Führerschein fragen, dann kriegst du die Rechnung zuerst, so geschaut, ich habe ihn gemacht. Sie müssen, ich habe einen. Das muss ich nicht lange, ich habe ihn gezahlt. Weißt du, was ich meine? Das ist eine Bedrohung geworden da draußen, die. Ich finde, du kannst auch immer ganz gut inspirieren und ich finde, du bringst auch teilweise ganz gute Ideen oder so kreative Sachen. Das irgendwann habe ich einfach den Zigarettentabak nicht mehr vertragen und habe dann wirklich 2 Jahre nichts geraucht. Ich habe wirklich von einem Tag auf 2. Februar 1999. Das ist ein Datum, wenn du mich jetzt fragst, warum mein zweiter Sohn geboren ist, muss ich kurz überlegen. 90, 92, so verstehst du. Aber 2. Februar 1999, da habe ich Zigarettenraucher aufgehört. In Jamaika. Super. In meinem Guesthouse bin ich aufgewacht und habe einen vorgebauten Joint. Um 7 in der Früh mir angezündet. Und habe mir wirklich nur gedacht, was bist du für ein blödes Arschloch. Dann habe ich das Ding ausgemacht und habe 2 Jahre gar nichts geraucht. Kein Tabak und kein Gras. Und nach 2 Jahren habe ich pur geraucht. Und wenn du pur rauchst ohne Tabak, dann kannst du jetzt 7 Tage durchrauchen jeden Tag und dann 1,5 Jahr gar nicht. Mhm. Um was geht bei den meisten Kiffer? Und ich bin kein Kiffer, ich bin ein Raucher. Bei den meisten Kiffer geht es darum, dass sie auf den Tabak süchtig sind und sicher gutes Gewissen machen, ja, ich rauche eigentlich keine Zigaretten. Ich rauche eigentlich ein Spliff. Scheißen Spliff. Verstehst du? Ein Spliff ist ein Spliff und eine Zigarette ist eine Zigarette. Das ist wie ein Gassenmaß. Da ein halber Liter Wein, dann 2 Schnäpse und dann 2 Uso und dann nur und dann alles durchgeschüttelt und dann gesagt, das ist nicht gut. 6 Maß Bier sind gescheiter wie ein Gassenmaß. Weißt du, was ich meine? Einmal ein Hanfraucher ohne Tabak ist gescheiter wie ein Raucher Zigaretten. Und raucht danach einen Joint mit Hanf. Aber misch's nicht. Genau. Und da habe ich lange gebraucht, wirklich wahr. Und ich bin froh, dass ich das nicht erkannt habe in meinem Leben. Und darum kann ich das alles. Da kann ich 3 Monate, glaubst du, ich bin jetzt zur Zeit bekifft. Bei der Bürgermeisterkandidatur, was glaubst du, ich muss mit allem rechnen? Die kommen und grob meinen Garten um, als wollen, ich habe da vor 6 Jahren Leichen irgendwie. Weißt du, wenn man mit. Nein, du musst mit allem rechnen. Ja, das stimmt schon. Ja. Die erfinden traurig, irgendeinen aber. Scheiß von mir, was weiß ich was. Söllner hat einen Drogenring oder so. Die, hey,
Das ist das Problem bei uns, dass der Polizist nicht entscheiden kann und sagen, hey, geh doch selber hin, du Depp, bist du bescheuert, ich geh doch nicht zum Hans, den sehe ich jeden Tag in der Bäckerei und trinke einen Kaffee. Ich geh doch nicht zu dem und tue dem seinen Teppich hochheben. Bist du bescheuert, geh doch selber hin, du blöder Staatsanwalt. Verstehst du? Aber ich schicke doch nicht, mich nicht hier als Depp vor, dann, der grüßt mich nicht mehr und was weiß ich was, der mag mich dann nicht mehr, ich mag mit dem da sitzen und einen Kaffee trinken. Nicht Job ist Job und frei ist frei und Dienst ist Dienst, gar nicht. Ich muss doch als Polizisten selber entscheiden können, mische ich mich da jetzt ein? Oder gebe ich am Arsch vorbei? Oder so gesehen? Oder zwinge ihn dazu, dass er jetzt das ändert, sondern dass er jetzt echt einen Meter zurückfährt? Aber das ist doch albern, was da draußen passiert ist. Das ist einfach nicht mein Plan. Ich kann einfach sagen, egal was immer irgendwer mit mir für einen Plan gehabt hat, ich glaube auch ganz fest, dass das gar nicht Verschwörungstheorien sind mit dieser Massenimpfungshysterie. Ich glaube, dass das einfach gesteuert ist, wer hat die ganze Presse in der Hand, wer hat die meisten Zeitschriften, wer informiert uns, verstehst? Nicht der Nachbar, der jeden Tag 35 Kilometer als Pendler fahren muss und auf die Nacht 1,5 Stunden länger und in der Früh 1,5 Stunden länger braucht, weil es irgendeinen Kirchholztunnel dauern, bauen und die Bauzeit dauert 3 Jahre, dabei ist der fertig mit den Nerven in 3 Jahren, verstehst? Und der kann den Kirchholztunnel nicht einmal nutzen, weil der muss von allein da durch bis 3,5 Jahre da arbeiten. Mhm. Das ist das, was ich glaube, was sie ändern muss. Wir sollten schauen, dass es Leute gibt, die rumfahren müssen, dann sollten die Leute, die in Reichenhall wohnen, auch in Reichenhall arbeiten können. Sprich, das Handwerk muss wieder her, ganz eine andere Art von Geschäftssinn muss her. Ja. Und wenn ein Laden nicht vermietbar ist als Geschäft, dann vermiete ich als Wohnung. Ich habe in München einmal in einem Laden gewohnt. In einem Laden. Da habe ich mieten können. Das 190 Euro hat das gekostet, war wirklich bloß ein Schaufenster. Und dann ist nur ein Zimmer dahinter gekommen und ein Klo. Und dann könnte es ja auch Künstler zur Verfügung stehen. In der Früh und rein, was verkaufen Sie? Dann sage ich nichts, ich wohne hier. Ah so, okay, alles klar. Verstehst du, wer sympathisch will, habe gesagt, wollen Sie einen Kaffee oder? Das, weißt du, was ich meine? Ich kann doch nicht einfach eine ganze Stadt aus, wie sagt man, entvölkern, weil ich mir die Mieten nicht mehr zahlen kann. Ja. Dann habe ich da eine Wohnung stehen, die ist seit 6 Jahren leer, aber ich kriege mehr Geld von der Steuer zurück, als wie dass ich einen rein tue, der mir 200 Euro weniger Miete im Monat zahlt. Verdammt nochmal. Das geht doch nicht. Egal wie immer wir Demokratie auslegen oder wir nehmen das, Individualität oder so, verstehst du? Es geht doch nicht, dass 3% das als Zahl haben auf einem Bildschirm, der so groß ist wie das Bredel da, verstehst du? Und da steht drauf, was sie besitzen. Und der da hat gar nichts. Gar nichts hat der eine da. Mhm. Nicht nur der eine, sondern die 7,1 Milliarden haben gar nichts. Ja. Und der hat alles. Es tut mir echt leid, aber da bin ich dann wirklich so, dass ich sage, nein, dann nimm ich dir jetzt einfach. Du kannst jetzt deine Kinder auf ein Konto an jeden 10 Millionen als Festgeld anlegen. Du hast 2 Kinder. Du kannst dein Haus behalten und deine Autos und egal was, verstehst? Du kannst für die und deine Frau nur 10 Millionen auf Zeiten da, aber die anderen 1,3 Milliarden, ja. 600 Millionen, 285.000, die verteile du draußen. Ja. Verstehst? Das klingelt man. Hört man das? Die haben Handys so an sich. Das ist okay, das ist einfach, verstehst? Genau. Das ist mein Papa. Ja, ich wollte sowieso. Ich hab kein Handy, ich hab einen Papagei. Ich habe mal einen Papagei gehabt, da bin ich leider hingekommen sind. Das erste, was der gesagt hat, ist, machst du einen Kaffee? Und die hat es genauso gesagt wie ich. Und die Leute haben gesagt, ja, freilich. Und ich wollte, weil das Leute gleich wieder gehen oder was und sagen, machst du einen Kaffee? Weil das immer das erste war, was ich gefragt habe, wenn wir gehen müssen. Die Aufgabe gibt mir, machst du einen Kaffee? Ja, war ein netter Kerl, wirklich war. Ist gestorben. Hat mir, glaube ich, 35 Jahre, ja, das ist dann gestorben. Okay. Hat mich 35 Jahre begleitet. Der ist gestorben, weil er in seinem Zimmer, der hat ein Zimmer gehabt, den Fensterstock rausgefressen hat und hinter dem Fensterstock war Glaswolle aus dem Material und das hat er gefressen und daran ist er gestorben. Und jetzt frage ich dich, wenn mein Papagei an so einem Zeug sterben kann und sie verkaufen das allweil nur in ihren Baumärkten, immer nur, sie wissen, wenn die Kinder das so rauszupfen oder egal was auch immer, dann sterben die. Und dann kommen sie daher und sagen, Hanf ist gefährlich. Also da brauche ich nicht einmal was rauchen, dass ich lache.
weißt schon, da lache ich einfach von Haus aus schon nüchtern. Es ist lächerlich. Ja, es ist lächerlich geworden. Lieber Hans, ich danke dir, dass du uns hier empfangen hast, dass du uns zu dem Thema mal ein bisschen was gesagt hast. Und wir hoffen, dass die ganze Geschichte hier mit dem Hanf endlich mal ein Ende findet und wir zu freien Menschen werden und damit einfach ganz normal umgehen können, ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir jetzt vom nächsten Polizisten zerpflückt werden. Ja, eigentlich ist es ja immer so, dass man ja immer mit irgendwas so Gleichgesinnte zusammenkommt. Eigentlich müsste, sag ich jetzt einmal, ich glaube, das ist einfach von selber regelt. Ich glaube, es regelt. Ich glaube, dass irgendwo noch mal in unsere Ämter Leute sitzen, die schon kifft haben oder die selber noch kiffen. Egal was auch immer, weil es halt einfach, egal ob sie das CBD nicht bekifft, für Schmerztherapie oder irgendwas brauchen oder was. Ich glaube, dass irgendwann einmal, leider Gottes, muss diese Gesellschaft erst so krank werden, damit sie sich auf dieses darf jetzt einmal so sagen, ohne dass man jetzt den Aspekt bekifft oder bedient oder prall sein oder breit sein oder so, nur den Aspekt, dass du runterkommst, bei einem CBD-Gras zum Beispiel, verstehst, dass die beruhigt, dass einfach das gut riecht in der Wohnung, dass nichts stinkt und keine gelben Finger hast und was weiß ich was, Nikotin oder sonst irgendwelche Sachen alles mit sich bringen. Ich glaube einfach, dass irgendwann einmal, ich wünsche es mir, sagen wir mal so, gewaltfrei kommuniziert ist nicht, dass ich was glaube, sondern dass ich mir was wünsche. Und ich würde mir wünschen, dass irgendwann in unsere Ämter Leute sitzen oder Psychologen, die MPUs machen, mir einfach glauben, ich habe es im Griff, glaub mir das. Ich habe es im Griff, ich bin zufällig kontrolliert worden, glaub mir das. Ich rauche seit 40 Jahren, ich habe es im Griff. Ich habe keine Unfälle gebaut, ich habe keine vergewaltigt, ich bin nicht sexuell. Mir ist Pippal Zorger irgendwo da draußen im Park rumgestanden. Ich habe keine Überfälle, nichts, ich habe kein Pistol, nichts, ich habe kein Kind von mir geschlagen. Sag ich, glaub es mir, ich kann es. Und der Psychologe sagt, ja, ich glaube das. Scheiß drauf. Verdammt nochmal, verstehst? Natürlich ist einer, der immer wieder raucht, immer positiv. Natürlich bist du immer, und das ist das Hauptproblem bei dem Ganzen. Ich kann 4 Tage, 8 Tage, 10 Tage, 14 Tage nichts rauchen, wenn ich eine Woche durchgeraucht habe, bin ich 6 Wochen positiv im Urin. Das ist so. Sie sollten das einfach ändern. Genau. Sonst nichts, sie sollten es nur entkriminalisieren. Sie sollten nicht Leute, die schon mit Drogenproblemen haben, nur bestrafen, dass sie mit Drogenproblemen sind. Sie sind ihr Neifer. Sagen, hey, vielleicht kommst du aber von deinem Scheißdreck da, wir haben ein gutes Gras oder egal was immer. Wir haben ein bisschen ruhiger und egal was immer. Verstehst du, man kann nicht immer verbieten, einsperren, wegjagen. Wir müssen auch mit Behinderten leben. Wir müssen auch mit Leuten, die nicht alles gleich kapieren, leben. Wir müssen mit Fleischfresser leben, wir müssen mit Schwarzfischer leben, wir müssen mit Wilderer leben, wir müssen mit Idioten leben auf der Welt. Ich bin auch Idiot für Millionen andere Idioten. Wir sind alle Idioten, verstehst du? Aber wenn du zu einem sagst, du bist Idiot, dann bist du ein Rassist oder bist blöd. Gar nicht. Das meine ich nicht abwertend. Wir sind Feiglinge geworden. Wir glauben, dass wir uns nichts mehr leisten oder erlauben dürfen. Ich finde, das Leben ist es, was dich dazu ermutigen muss, dir etwas leisten zu können. Nicht das, was du verdienst. Das ist halt mein Problem, aber ich kann nicht wirklich gut mitreden. Weil ich hab alles. Schau her, wir sitzen da in was, was mir gehört. Und da draußen sitzen tausend andere, die wissen gar nicht, wie es weitergeht. Manche dürfen vielleicht im Pflegeberuf nicht mehr arbeiten, weil sie nicht impfen. Du hast aber den Blick nicht verloren, und das ist für mich am wichtigsten. Ich hab keinen Blick. Verstehst du? Das ist das. Weil du siehst die Leute aber trotzdem. Ja, aber die Leute sehen bei mir auch. Jeder hat einen Blick. Ja, aber ich denke, das passiert halt in unserer Politik nicht so wirklich. Da werden irgendwie die kleinen Leute irgendwie nicht mehr so gesehen oder die Probleme. Und, doch, die kleinen Leute werden sehr wohl gesehen. Verstehst? Sonst taten sie das alles nicht. Die werden sehr wohl gesehen. Und sie wissen alle, wenn die kleinen Leute mal losmarschieren, dann haben wir verloren. Darum halten sie es eben klein, die kleinen Leute. Das ist wirklich das Hauptproblem, dass die kleinen Leute nicht wissen, dass Größe nichts mit Gewicht zu tun hat oder mit Höhe, sondern Größe findet da drinnen statt, in erster Linie. Und dann geht es runter zu dir daher und dann entscheidest irgendwie, nicht kopfmäßig, kopfgesteuert kannst du da draußen nichts mehr entscheiden. Das geht nicht mehr. Das ist vorbei. Du musst wirklich dich hinsetzen und sagen, ist das wirklich der Ursprung? Ist das wirklich das? Ich kann es immer wieder nur sagen, ich sage es auf jedem Konzert. Wir sind die einzige Spezies auf dieser ganzen Welt, die jetzt sagen kann, stopp, wir machen nicht mehr mit. Niemand sonst. Diese Bienenkinder nicht sagen, stopp, leck uns am Arsch. Dein Honig kannst du selber da draußen zusammensammeln. Die verlieren da draußen den ganzen Tag. Verstehst? Die sterben, die werden gefressen, egal was immer. Das können die nicht. Ich, du. Wir alle können entscheiden, jetzt stopp aus.
ich mache nicht mehr mit. Absolut. Aus. Verstehst? In diesem Sinne, danke. Hab mich sehr gefreut. Ich bin einer von der alten Schule. Wir stehen nur auf, wenn wir uns die Hand geben.